Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli, und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du. An sich war Snickers somit der erste Kuchen, den ich dabei hatte. Und wenn du mit einem anfängst, dann kommst du natürlich auch auf andere Ideen und denkst dir, ja, es wäre eigentlich noch gut, einen Mars zu haben oder Bounty. Und das sind ja schon gerade so auch die bekannten Schokoriegel, wo jeder ungefähr weiß, wonach es schmeckt. Also wer mag zum Beispiel nicht Schokolade? Also Dein Vegan Podcast liefert dir wöchentlich das Beste aus den Bereichen Gesundheit, Fitness, Longevity, Kinderernährung und vielem mehr. Denn hey, seien wir mal ehrlich, in den Weiten des Internets nicht den Überblick zu verlieren, fällt schon ziemlich schwer. Deshalb wollen wir mit über 1000 Episoden und 1,6 Millionen Downloads inspirieren, informieren und dich motivieren, das Beste aus deinem Körper und deinem Leben herauszuholen. Und nun viel Freude mit der aktuellen Episode. Im zweiten Teil des Interviews verrät dir die liebe Vera, wie sie auf ihre leckeren Kreationen kommt. Und sie gibt dir ein paar Special-Tipps, wie auch deine Raw Cakes mega lecker werden. So, da wir jetzt den Mythos von dem ungesunden Fruchtzucker ein bisschen aus dem Weg geräumt haben, was versteckt sich denn hinter rohveganer Patisserie und was zeichnet diese Art von der Zubereitung von süßen Speisen aus? Also die rohvegane Patisserie oder generell auch Raw Cakes oder alles, was eben auch bei Veras Goodies hergestellt wird, ist nicht über 42 Grad erhitzt. Also das heißt, die Nährstoffe bleiben einfach noch erhalten in den Naturprodukten oder in den Rohstoffen, die eben für die Verwendung, für die Herstellung von diesen Cakes verwendet wird. Dazu kommt, dass es eben sehr, man kann sagen, eigentlich schon Superfood-Kuchen sind, weil einfach so viele gute Zutaten mit sehr, sehr viel oder mit einem hohen Anteil an Nährstoffen da drin verarbeitet werden. Also an sich wird da kein Mehl zur Verwendung hergezogen, also keine Weizenmehle oder Dinkel oder irgendwas anderes. Auch keine normalen Zucker werden verwendet und in unserem Fall ist es jetzt so, dass dann zum Beispiel Nüsse, Samen, Kerne, Trockenobst so die Basis für die Böden sind. Und das sind ja komplett, also ist ja komplett naturbelassen, da wird ja nicht wirklich was verarbeitet. Und für die Cheesecake-Cremes werden dann die Cashewkerne eingeweicht. Das ist eigentlich im Cheesecake die Basis für den Kuchen. Und dadurch werden sie A, bekömmlicher und B, auch schöner und cremiger zum Verarbeiten. Und dann werden eben noch weitere Komponenten dazu gemischt, wie ein Ahornsirup verwenden wir, Bio-Ahornsirup oder Kokosöl natürlich auch, um die Masse zu festigen und da eben eine schön cremige Konsistenz herzustellen. Frische Früchte, getrocknete Früchte, Kakao oder auch noch ein paar andere Gewürze landen dann noch mit drin, je nachdem, welche Sorte halt entstehen soll. Und das ist praktisch so die Kurzform, wie ein Raw Cake entsteht. Und schon alleine, wenn man da jetzt mal zuhört, merkt man eigentlich, dass es nichts mit einem gebackenen Kuchen zu tun hat. Ich würde zum Geschmack auch sagen, es schmeckt nicht wie ein Kuchen. Es ist halt eher so eine Mischung aus Kuchen, Praline und Eis, weil es ist natürlich schon auch reichhaltig, nährstoffreich durch die hohe Dichte eben an Nüssen und Trockenobst. Aber es sättigt halt auch nachhaltig sehr gut. Und macht da den Unterschied eigentlich generell im Wohlbefinden, im Geschmack, in der Verdauung, in sehr vielen Punkten. Aber reichhaltig bzw. kalorienreich heißt ja nicht immer gleich schlecht, weil der Körper, der sozusagen Kalorie ist ja nun mal die Währung unseres Körpers, sage ich mal. Wir brauchen ja gewisse Kalorien, um halt auch zu funktionieren und so. Und deswegen, das ist auch so ein falsches Denken von vielen. Ja, schon. Das ist auch oft, was ich dazu sage. Man sollte mal wegkommen von diesem, was man oft so irgendwo sieht, auch in irgendwelchen Zeitschriften, immer in diesen Kalorien denken, sondern einfach mal hingehen, in Nährstoffen zu denken und zu gucken, okay, macht es jetzt Sinn, dass ich jetzt nur nach den Kalorien gehe oder ist es nicht eigentlich viel sinnvoller, dass ich mal schaue, dass ich meinen Körper mit den Nährstoffen versorge, die er auch braucht? Und dann schreit er auch nicht irgendwie nach übermäßig verarbeiteten oder nach ungesunden Lebensmitteln, weil er bekommt ja dann auch alles, was er braucht.
Ja, weil das Problem unserer Gesellschaft ist ja auch, wie gesagt, dass viele halt mangelernährt sind. Aber da spricht man nicht von einer quantitativen Mangelernährung, sondern von einer qualitativen, weil halt gewisse Mineralstoffe, Vitamine und so fehlen. Und da gilt es halt auch, ein Augenmerk drauf zu legen, auf so, wie gesagt, gute Produkte. Genau, jetzt verzichtest du ja auf gewisse Zutaten oder Hauptzutaten, die halt andere oder die herkömmlichen Kuchen von der Oma auch ein bisschen ungesunder machen, sage ich mal. Beispielsweise Industriezucker. Genau, was sagst du dazu? Warum kommt der bei dir nicht zum Einsatz? Also ich hatte ja schon am Anfang gesagt, für mich war immer der Hintergrund, auch eine Alternative zu finden für Süßes, weil ich eigentlich schon einfach schon immer gerne auch Süßes gegessen habe, wo ich mich einfach deutlich besser danach fühle, wo ich nicht diese Heißhungerattacken danach habe oder mich müde fühle oder ein schlechtes Gewissen bekomme. Und damals, als ich mit den Raw Cakes gestartet habe, hatte ich jetzt noch nicht so im Kopf, okay, ein Raw Cake hat die und die Eigenschaft, er ist zum Beispiel glutenfrei oder er ist, an sich ist es ja jetzt nicht so ein geschützter Begriff, dass jeder Raw Cake auch die und die Eigenschaften hat. Mir war es aber einfach wichtig, dass da zum Beispiel schon mal die zwei Komponenten wie Gluten und Industriezucker nicht mit dabei sind, weil sie einfach nicht besonders förderlich sind und man braucht sie jetzt nicht unbedingt. Also wenn man darauf verzichten kann und auf natürliche Weise eine Alternative herstellen kann, dann ist es auch jetzt in den Raw Cake Produkten, die Vera's Goodies herstellt, nicht, ja, muss es nicht drin sein. Und wir hatten ja vorhin auch schon Industriezucker angesprochen. Er dient jetzt nicht der Gesundheit oder dient auch nicht dem Aspekt der ja, ganzheitlich bewussten oder gesunden Ernährung. Und ja. Genau. Auch bei Gluten handelt es sich ja um so ein Protein, was vor allem in Weizen, Gerste oder Roggen oder generell Getreidearten vorkommt. Und halt Menschen, die an dieser Autoimmunerkrankung Zöliakie, so rum. Ich habe irgendwie einen Austausch. Genau. Leiden, da ist es vor allem also besonders gesundheitsschädlich, aber es gibt mittlerweile immer mehr, die halt so eine Glutenunverträglichkeit haben, mehr Menschen. Und da kann es dann halt zu Verdauungsbeschwerden führen. Aber auch da muss man sagen, das ist natürlich wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche vertragen das nicht, manche, da ist es aber jetzt auch nicht schädlich, dass man auch wieder nicht denkt, oh, Gluten ist wieder komplett ungesund gleich, sondern dass jeder für sich selbst herausfindet, hey, tut mir das gut oder tut mir es nicht gut. Genau. Also ich würde das auch nicht komplett verteufeln, weil an sich kommt es ja da auch wieder krass auf die Qualität drauf an. Aber in welchem Brot, jetzt zum Beispiel aus dem Supermarkt, hast du da noch eine gute Qualität, eine lange Reifezeit Genau, oder? aber wenn man jetzt so in so einem Sauerteigbrot oder so, das ist ja dann auch eher was Gutes. Ja, also würde ich jetzt persönlich auch behaupten, aber es kommt halt natürlich, wie du auch sagst, immer dann nochmal auf die individuelle Gesundheitsgeschichte auch an, weil nicht jeder verträgt das gleiche gut, aber ich würde auch generell behaupten, auch wenn man gesund ist, es sind ja noch andere Faktoren, die dann zum Beispiel auch auf die Verdauung oder auf die Gesundheit einen Einfluss haben, wie jetzt zum Beispiel Umweltgifte oder Stress ist ja auch ein Riesenfaktor. Und generell haben, glaube ich, ziemlich viele Menschen keinen komplett intakten und gesunden Darm mehr. Und deshalb würde ich generell dazu raten, nicht komplett irgendwie Lebensmittel einfach zu meiden, weil es gerade im Trend ist, sondern einfach die Sachen, die vielleicht ja, es Probleme hervorrufen können, eher in geringerem Maße zu verzehren und da halt dann auf die Qualität zu achten. Oder wer halt komplett auch drauf verzichten muss, findet ja mittlerweile auch mit Raw Cakes super schöne und leckere Alternativen oder auch mit anderen Riegeln. Ja, also man sollte immer, wie gesagt, wieder zu sich zurückkommen und auf sein Bauchgefühl hören. Hey, was tut mir gut und was nicht? Genau. Sollte so die Message ein bisschen sein. Ja. Genau. Warum sind ein, ja, okay, was sind die Vorteile sozusagen der roh veganen Küche für für die Gesundheit? Haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Halt Genau. besonders reich an Nährstoffen, ne, das viel unverarbeitet, das Und schonend auch verarbeitet, genau, genau. ja, genau, dass die Enzyme und so alle noch enthalten sind, die halt auch wichtig sind für die Verdauungsprozesse.
Ja, und gerade würde ich auch behaupten, dass Milch trotzdem ein großer Entzündungsherd sein kann. Auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel mit Hormonen auch Probleme hat, würde ich das immer nicht so empfehlen, da reichlich Milchprodukte zu essen. Und das macht halt schon auch, finde ich, nochmal einen Riesenunterschied. Genau. Ja, da sind ja, glaube ich, auch WissenschaftlerInnen jetzt immer mehr auf, also früher hieß es ja zumindest von den Ärzten meist noch, naja, konsumier mal viel Milch für die Kalziumzufuhr, aber immer mehr ErnährungswissenschaftlerInnen sind auch darauf aufmerksam geworden, dass das eigentlich gar nicht so richtig ist, diese Behauptung, und dass man Kalzium, dass andere Kalziumquellen da sehr viel besser wären, besser geeignet sind. Ja, und auch bei der Milch macht es natürlich wieder einen Riesenunterschied. Also wie, wo, also die Qualität generell ist egal, was man konsumiert, das Entscheidende, weil ich glaube, sonst kann man auch sehr viel als gut oder als schlecht halt einfach einordnen, wenn die Qualität stimmt, sag ich mal. Ja, dann. Da muss ich auch sagen, dass also früher, als ich noch Milch getrunken habe, da habe ich meist immer die Milch von meinen Großeltern getrunken, weil die das ist ja halt schon Rohmilch dann wahrscheinlich gewesen. Ja, genau, weil die war die halt direkt von der Kuh und die schmeckte auch ganz anders als das, was... Das macht nochmal einen riesen Unterschied, ob du jetzt irgendwie eine pasteurisierte, hocherhitzte Milch aus dem, keine Ahnung, doch, Edeka oder so kaufst oder jetzt wirklich vom Bauern eine noch komplett, ja, in Anführungsstrichen natürliche Quelle. Genau, da kommt es wirklich komplett auf die Qualität auch drauf an. Also ich habe jetzt schon bei deiner liebevoll gestalteten Website so ein bisschen durchgestöbert, was du da alles anbietest, und konnte mich zwischen diesen ganzen kleinen Meisterwerken überhaupt nicht entscheiden. Was hast du so aktuell in deinem Sortiment, und hast du vielleicht auch einen persönlichen Favoriten oder irgendwelche Cakes, die du besonders empfehlen kannst? Also im Sortiment sind ja aktuell im Shop diese bunt gepackten oder bunt gemixten Goodieboxen in verschiedenen Themen sozusagen. Also einerseits die Schokobox, die Karamellbox, die Sommerbox jetzt im Sommer oder auch dann noch eine fruchtige Box mit verschiedenen Stücken. Und die kann man eben online deutschlandweit sich bestellen, also direkt vor die Haustüre liefern lassen oder direkt bei uns auch abholen. Und zusätzlich haben wir jetzt auch noch Mini-Raw-Cakes, die haben wir davor schon gemacht, aber es war noch nicht ganz so einfach, die auch zu verschicken. Und die kann sind man diese kleinen Viereck-Quadrate, oder? Mini-Cakes sind eigentlich schon auch runde Kuchen, Durchmesser. Die haben einen ziemlich kleinen also klein ist relativ von 18 Zentimetern, sind je nachdem, welche Sorte man bestellt, schon so ein kleines Törtchen. Und da gehen auch einige Stücke raus, weil vom Raw Cake isst du ja nicht die Menge, die du jetzt von einem normalen Tortenstück unbedingt isst. Also kannst du natürlich auch, aber die meisten essen eher doch weniger. Und in diesen Goodie-Boxen sind praktisch diese kleinen Vierecke, also diese Goodies drin. Und die sind bunt gemischt, also je nachdem All-in-One, also 6 verschiedene Stücke oder je nach Themenbereich, fruchtig, karamellig, schokoladig. Und jetzt noch aktuell oder neu mit dazu sind noch so Ice Cream Fudge Bars, also die sind praktisch auch, also alles ist eigentlich gefroren. Und ich finde, es schmeckt auch immer noch am besten, wenn man sie noch leicht gefroren isst. Ich stelle mir das ein bisschen kompliziert vor mit dem Verschicken. Wie genau? Also verschickst du deutschlandweit oder wie sieht es da aus? Also man kann praktisch einmal die Woche sich die Sachen liefern lassen. Die kommen immer freitags beim Kunden an von 8 bis 12 Uhr vormittags. Und bis dahin muss halt die Bestellung rechtzeitig bei uns eingehen. Das wird dann per Express verschickt. Also das heißt, donnerstags geht bei uns dann alles raus. Und mit Hilfe von einer biologisch abbaubaren Isolierverpackung und Kühlelementen kommt es dann zum Versanddienstleister am Donnerstag und am nächsten Tag wird es praktisch schon beim Kunden zugestellt. Und dadurch ist halt eben ist das Paket eine sehr, sehr kurze Zeit unterwegs und eben noch gut isoliert und verpackt. Und dann kommen die Stückchen auch noch eisgekühlt beim Kunden an. Oh wow, ja.
Okay, also ich finde es vor allem auch super, dass du halt so kleine, gesunde Äquivalente sozusagen zu den herkömmlichen Süßigkeiten gestaltest. Halt, dass man nicht mehr irgendwie den Bounty oder den Marsriegel oder den Snickers braucht, sondern sozusagen das gesunde Äquivalent kaufen kann. Genau, wie kamst du auf die Idee? Oder warst du es einfach leid, sozusagen nicht mehr den Snickers zu essen und dachtest, ach, ich mache jetzt einfach meine eigene Variante daraus? Ja, irgendwie schon. Also man zieht sich natürlich auch Inspiration überall her, gell? Und an sich war Snickers somit der erste Kuchen, den ich dabei hatte. Und wenn du mit einem anfängst, dann kommst du natürlich auch auf andere Ideen und denkst dir, ja, es wäre eigentlich noch gut, einen Mars zu haben oder Bounty. Und das sind ja schon gerade so auch die bekannten Schokoriegel, wo jeder ungefähr weiß, wonach es schmeckt. Also du hast gleich so ein bisschen eine Richtung, in die es gehen soll. Und wer mag zum Beispiel nicht Schokolade? Also Snickers ist zumindest schon echt immer der Favorit gewesen von Anfang an und auch der Bestseller. Und das würde ich jetzt auch generell sagen, dass eben die Sachen, die halt so an diese bekannten Sorten angelehnt sind, einfach beliebt sind. Und das ist auch Ja. das, was ich ziemlich Ich gern denke, mag. dann ist die Hürde auch nicht so groß, das halt mal auszutesten. Weil dann kann man sozusagen auch eine kleine Challenge machen. Hey, schmeckt das wirklich so oder schmeckt das nicht vielleicht Genau. sogar Und besser? man will ja auch ein Geschmackserlebnis haben. Und gerade jetzt, ja, Kokos mit Schokolade oder Erdnüsse mit Karamell und Schokolade, das ist halt einfach auch süß, crunchy, schokoladig. Und da gehen halt dann auch viele, ja, Geschmacksrezeptoren irgendwie an. Und ich finde, wenn man halt auch was Süßes möchte, dann möchte man nicht irgendwie was essen, was ja so passt schon irgendwie schmeckt, sondern dann Oh möchte ich auch ja. gerne ein Geschmackserlebnis haben oder dann möchte ich auch irgendwie, dass das, was ich esse, ja, Auch was Besonderes ist. mein Gelust, sage ich mal, nach etwas Süßem dann auch befriedigt oder was Besonderes ist, weil sonst greife ich ja dann irgendwie in 10 Minuten wieder zu was anderem. So ist es ja irgendwie oft, wenn man was isst, wo man sagt, das war jetzt nicht so meins oder irgendwie war jetzt das nicht so, worauf ich Lust hatte. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Aspekt, dass man wirklich was hat, wo man sagt, okay, damit bin ich happy und ich brauche danach jetzt nicht noch irgendwie was anderes, weil mir das nicht gereicht hat oder nicht richtig geschmeckt hat. Ja, so, wenn jetzt die ZuhörerInnen auch mal Lust haben, so ein Raw-Cake vielleicht auch mal selbst zu Hause auszuprobieren, welche Utensilien brauche ich und wie gehe ich da am besten vor, um so ein tolles kleines Meisterwerk zu kreieren, wie du Ja, welche schaffst? also Nummer eins sind natürlich die Zutaten. Also ich würde auf jeden Fall auf eine gute Qualität setzen. Und dann kommt es natürlich darauf an, in welche Geschmacksrichtung du gerne kreieren möchtest. Und was sind so die Grundzutaten, die du meist immer dabei hast? Nüsse, sagtest Genau, du also schon? verschiedene Nüsse, Samenkerne, also von Sonnenblumenkernen über Buchweizen, über Mandeln, auch Macadamia. Zum Beispiel sind fast alle Böden eigentlich auch unterschiedlich oder ziemlich unterschiedlich, damit halt auch jeder Kuchen so seinen eigenen Geschmack hat. Also je nachdem, was du kreieren möchtest, würde ich schon immer darauf schauen, dass zum Beispiel die Nuss, die im Boden ist, auch irgendwie zu der Creme passt, die du dann oben drauf setzt. Also wie gesagt, zum Beispiel im Boden ein Mix aus verschiedenen Nüssen und Samen. Also an sich brauchst du für einen Boden einen Mix aus verschiedenen Nüssen und Samen, was du halt gerne magst. Und eine Trockenfrucht. In unserem Fall sind meistens Datteln mit drin im Boden. Du kannst natürlich auch Aprikosen, Feigen, getrocknete Sauerkirschen. Also da ist eigentlich ziemlich eine riesige Auswahl, die du verwenden kannst an Grundzutaten, an Rohstoffen für den Boden. Und die packst du dann zusammen in einen Mixer. Also ich würde dann einen Hochleistungsmixer empfehlen, der das Ganze ja zu einer schönen, crunchy, ja, sticky, irgendwie so klebenden Masse eigentlich zusammen verarbeiten kann. Dann presst du das in deine Form, je nachdem, ob du halt jetzt zum Beispiel ein Törtchen draus machen willst oder eher Bars oder Riegelchen. Und dann bereitest du eigentlich schon die Creme zu, je nachdem, was du da dann auch wieder für einen Geschmack möchtest. Zu Beginn musst du dann natürlich erstmal die Cashewkerne einweichen. Das dauert ein bisschen, je nachdem auch, ob du, also ja, das dauert zumindest ein bisschen.
Und dann gibst du eben die Grundzutaten wie zum Beispiel Kokosöl, Ahornsirup. Du kannst dann natürlich auch was anderes verwenden wie Agavendicksaft, wenn du das lieber möchtest. Oder Honig kann man natürlich auch verwenden. Also wenn man das für sich selber macht, hast du da ja auch eine riesige Auswahl an Alternativen. Es gibt ja auch noch Jakonsirup zum Beispiel oder Kokosblütenzucker oder Reissirup. Also ja, je nachdem, was dir eigentlich am besten schmeckt oder auch was du vielleicht gut verträgst. Und kannst dann natürlich noch Kakao mit dazu mischen, frische Früchte, getrocknete Früchte, Gewürze hatte ich vorhin schon erwähnt. Und dann vermischst du praktisch diese ganzen Zutaten zusammen mit den Cashewkernen, die du davor aber abgetropft hast, wieder in deinem Hochleistungsmixer und gibst die ganze Masse über den Boden in deiner Form. Und dann stellst du das Ganze für mindestens 4-5 Stunden ins Tiefkühlfach oder in den Tiefkühlschrank. Dort wird dann die Masse fest. Und dann kannst du sie eben aus deiner Form holen, schneiden und wieder ins Tiefkühlfach packen. Und so hast du eigentlich immer auch einen guten Vorrat an süßen Cakes, wenn du vielleicht mal Lust auf was Süßes bekommst, ohne jetzt wie beim normalen Kuchen, keine Ahnung, in 4-5 Tagen alles essen zu müssen. Und kannst den dann auf jeden Fall 3-4 Monate in einer Tupperdose einfrieren. Und solltest vielleicht so ungefähr eine Stunde vor Verzehr die Sachen wieder auftauen. Und ich glaube, man hat dann auf jeden Fall den Hingucker der nächsten Geburtstagsfeier. Auf jeden Fall. Ja, man kann da ja auch von der Kreativität sind da ja keine Grenzen gesetzt. Du kannst da noch so viel mit frischen Früchten auch verzieren oder Minzblättern, selbstgemachter Schokolade, getrocknetem Obst, Blüten. Also das ist dann ein richtiges kleines Kunstwerk und ich finde, wie du sagst, das sieht dann immer schön aus auch. Ja, also ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, einmal auf die Website zu gucken, weil das sieht wirklich aus wie so kleine Unikate. Also das ist eigentlich zu schade, um es aufzuessen. Danke. Nee, aber ich glaube auch, wenn man das selber einmal ausprobiert oder so, wahrscheinlich kriegt man es bei Welten nicht so gut hin wie du, aber vielleicht, Übung macht ja den Meister bekanntlich, ne? Ja, also ich würde auch sagen, ich habe schon, also die Sachen, die ich am Anfang gemacht habe, die waren auch total easy. Also das war jetzt wirklich so ein Basic, den ich gerade erklärt habe, so habe ich den auch gemacht. Und da hat sich schon noch einiges verändert, weil natürlich auch die richtige, man muss erstmal auf ein richtiges Mengenverhältnis der Zutaten kommen. Und gerade wenn man die Sachen dann auch vertreiben möchte, muss es natürlich irgendwie dann ansprechend aussehen und auch man muss natürlich wissen, wie stell ich die Sachen jetzt auch in größeren Mengen dann her. Man braucht ja dann die Utensilien schon in größeren Mengen und gerade die Herstellung an sich für jetzt zum Beispiel so ein Snickers Cheesecake ist schon auch aufwendig, weil so wie ich jetzt gerade erklärt habe, ist es wirklich so ein basic einfacher Cheesecake. Aber wenn du dann schon ein bisschen was Extravagantes willst, wie jetzt zum Beispiel so einen Mars oder so einen Snickers, dann sind da ja auch mehrere Schichten mit dabei. Das heißt, du musst da dann erstmal auch so ein bisschen dich in das Ganze, wie gesagt, Learning by Doing einarbeiten, sowas zumindest bei mir. Ja. Aber ich denke, wenn man sich irgendwie Freunde schnappt oder irgendwie Familienangehörige oder die eigenen Kinder, dann kann das auch richtig zu so einem kleinen Happening werden. Und kann auf jeden Fall Spaß machen. Und generell, wenn man die Sachen auch selber macht, ich glaube, es schmeckt dann auch immer noch ein bisschen besser. Ist ja auch so, wenn man mit der Oma irgendwie kocht oder backt, dann schmeckt das auch gleich besser, weil es so ein bisschen mit Liebe auch gemacht wurde. Ja, und ich finde, das sieht man bei deinen Kuchen auch, bei deinen Cakes auf jeden Fall auch. Dankeschön. Genau. Und zum Abschluss wollte ich noch fragen, was für einen Wunsch hast du für die Zukunft? Also muss jetzt nicht bezogen sein auf vegane Ernährung oder generell Bewegung, sondern im Allgemeinen. Ich glaube, wir hatten es vorhin schon drüber, über das Thema. Ich habe das für mich gemerkt und generell würde ich das auch für die Zukunft irgendwie vielen Leuten empfehlen, dass man mal nicht so krass von Trends oder von anderen Leuten sich abhängig macht, sondern eher auf sein eigenes Körpergefühl, auf sein Bauchgefühl hört und danach auch handelt. Und ich glaube, das würde vielen gut tun, die vielleicht noch nicht den richtigen Weg auch für sich gefunden haben, weil im Endeffekt
ist, glaube ich, immer so auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, wie jetzt schon vorhin angesprochen, auch zum Beispiel in Kalorien denken oder irgendwie in nur XY-Methode oder so. Jeder ist ja so individuell, jeder hat irgendwie auch einen ganz anderen Tag, einen ganz anderen Alltag, kommt aus einem, hat einen ganz anderen Hintergrund irgendwie. Und deshalb wäre das so was ich mir für die Zukunft wünschen würde oder auch vielen vielleicht einfach empfehlen kann. Mhm. Weil ich denke, in der aktuellen Zeit ist es nicht so einfach, wo ja auch die sozialen Medien immer mehr an Präsenz auch einnehmen für viele junge Menschen, junge Leute, so da vielleicht auch, auf seine eigene Stimme zu hören und seinen eigenen Weg zu gehen. Hm. Ah, ich finde, das hat sich auf jeden Fall, also ich kann dir nur voll und ganz zustimmen und das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Ja, also ich denke auch, dass man sich nicht so sehr vom Außen immer beeinflussen sollte und auch wieder mehr auch sich Zeit für sich nehmen sollte und halt wirklich auch, auch wie gesagt, das machen sollte, was einem selbst gut tut und nicht, was andere behaupten, was einem gut täte. Ist ja auch genau das Gleiche bei der Berufswahl auch so ein bisschen, ne? Dass man auch da immer erst so hört, okay, was sagt die Allgemeinheit, was wird von mir erwartet, danach richte ich mich und nicht eigentlich auf die innere Stimme, sage ich mal, die einem eigentlich schon deutlich sagt, hey, das ist hier der falsche Weg, mach mal lieber das und das und dass man sich dann auch traut und der einfach nachgeht. Ja, vor allem, man baut ja auch immer innerlich viel Druck, finde ich, auf, wenn man nicht nach seinem eigenen, nach seiner eigenen Stimme lebt oder auch seine eigene Stimme zeigt. Ja, ich denke auch, das könnte auf kurz oder lang auch krank machen, halt, wenn man halt ständig immer nur nach den Wünschen von anderen lebt und nicht nach den eigenen. Ja, ist auch so. Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn jeder irgendwie das machen könnte, was einen sozusagen erfüllt und das ist natürlich sehr eine privilegierte Position, sage ich mal, weil viele sind halt von außen sozusagen auch gezwungen, den Job nachzugehen und können nicht auf einmal irgendwie hier sagen, nee, ich kündige jetzt und morgen werde ich, keine Ahnung, reise ich um die Welt oder so. Das ist natürlich absolut unrealistisch, aber trotzdem besser. Aber ich glaube, jeder hat so seine eigenen Hürden, also davon auszugehen, dass weißt du, wie ich meine? Jemand, der jetzt das zum Beispiel macht, was er machen will, hatte, also ich kann vielleicht auch von mir sprechen, jeder hat halt, glaube ich, so seine eigenen Probleme, Hürden und so. Aber ich denke, wenn man schon so ein bisschen nach seinem Herzen geht und auch versucht, an seinem Mindset ein bisschen zu arbeiten, was halt auch immer sehr viel ausmacht, weil viele Überzeugungen, viele viel, was man halt auch teilweise, was man so mitbekommt, das ist oftmals was einen selbst limitiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch halt einfach sehr zweifeln lässt, vielleicht auch gar nicht so wirklich, dass man halt in dem, was man eigentlich machen möchte, gar nicht vorankommt oder teilweise auch, es ist ja nicht immer nur das, was man macht, sondern auch, wie man es macht. Also wie die Einstellung dazu, die ich eben gerade schon angesprochen habe. Und wenn man da schon viel auch arbeiten oder an sich arbeitet, würde ich behaupten, ist das, was man macht, gar nicht mal so wichtig, sondern eben die Einstellung, die man dazu hat. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Okay, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, Patricia. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für deine Einladung und ich wünsche dir noch eine ganz schöne Woche. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder: Die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken
und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.